Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Dass auch ein uraltes Produkt wie der Quark immer jünger werden kann, beweist das aktuelle Sortiment in unseren Läden. Ein gutes Beispiel dafür sind die beiden Neuheiten Quark à la Crème Choco Trüff und Vanille Orange, die seit einiger Zeit bei uns erhältlich sind und als köstliche, fixfertige Dessert Furore machen. Auch wir hier im Studio machen heute ein köstliches Dessert aus Quark. Und dafür zuständig ist wie immer der Küchenchef vom Restaurant Le Club auf dem Bürgerstock, der Armin Amrain. Es ist ein Strudel mit einer Vanillesoße. Und weil Äpfel sehr gut zu Quark passen, hat sie der Füllung auch Äpfel. Grüezi miteinander. Alle Coop Naturquark im 150 und 250 Gramm Becher offerieren wir Ihnen im Moment zum Aktionspreis. Auch der Coop Naturaplan Quark aus biologischer Milch und Herstellung ist günstiger. Ein Grund mehr zum Ausprobieren von diesem feinen Rezept. Quark ist übrigens ein hochwertiger Eiweißlieferant. Und das Milchfett bindet von Natur aus Aromen und verfeinert Soßen oder Creme auf moderne Art. Weil wir aber allgemein das Fett essen, ist je nachdem der Hauptfettquark oder der Magenquark eine echte Alternative. Alle Zutaten für einen Strudelteig mischen. Gut 10 Minuten kneten und klopfen, bis er beim Aufschneiden keine Blätterchen mehr hat. Dann mit ein bisschen Öl bepinseln und eine gute halbe Stunde ruhen, wie ich es hier schon gemacht habe. Für die Vanillesoße Maizena mit Milch verrühren, zusammen mit Zucker, Vanillinzucker, einem Ei und einem ausgekratzten Vanillestängel kurz vor das Kochen bringen. Sofort umgießen und ein bisschen Zucker drüber streuen, damit sich keine Haut bildet. Normalerweise nimmt man für einen Strudel eher einen säuerlichen Apfel, wie einen Boskop. Es geht aber auch mit jeder anderen Sorte. Für die Füllung die Äpfel schälen, vierteln und das Kerngehäuse entfernen. Nochmal vierteln und in dünne Scheiben schneiden. Dann mit Zucker, Haselnüsse, Sultaninen und dem Quark gut mischen. Wir unterbrechen jetzt den Strudel einen Moment für alle, die aufs GoProfit-Superspiel warten. Auch diese Woche gibt es wieder Warengutscheine im Gesamtwert von mehr als 20'000 Franken zu gewinnen. Offeriert werden sie von den folgenden Marken. Hero Potatoes, die erste Herdöpfelschnitz mit Schale für die Pfanne. Santogen Fitness und Protection zum Vitamintanken. Prix de Dieu Henri Hutin, der traditionelle französische Weichkäse. Mikado, Knabberstangen mit einem feinen Schokoüberzug. Und Coop Zopfmehl, damit jeder Zopf klingt. Herzliche Gratulation allen, die das mal gewonnen haben. Wie immer werden Ihnen die Warengutscheine in den nächsten Tagen mit der Post zugeschickt. Spannend wird es jetzt dann gerade beim GoProfit Supertreffer. Auch heute wartet nämlich wieder ein super Gewinn auf Sie. Ein VW Bora im Wert von 25'830 Franken. Der neue Volkswagen bietet ein Höchstmaß an Sicherheit, hochwertige und langlebige Verarbeitungsqualität und besonderen Fahrkomfort. Die Verbindung von seinem dynamischen Design mit der umfangreichen Serienausstattung macht das Fahrvergnügen mit dieser sportlichen Limousine perfekt. Fahrvergnügen serienmässig kann man heute also bei uns beim GoProfit Supertreffer gewinnen. Der Profitomat hat vor wenigen Augenblicken die richtige Zahl ermittelt und wir schauen jetzt, wer das mal das Glück hat. Die Gewinnzahl lautet 0, 0, 3, 0, 0, 5, 8, 1, 1, 6. Diese Kartennummer gewinnt heute der GoProfit Supertreffer der VW Bora. In 14 Tagen gibt es dann eine neue Chance. Das GoP-Studio dann also nicht verpassen. Zuerst geht es jetzt aber noch weiter mit dem zweiten Teil des Rezepts aus der Studioküche. Den Teig so gross wie möglich ausrollen, auf ein bemehltes Küchentuch legen und vorsichtig ausziehen. Mit geschmolzenem Anker bepinseln und die Füllung darauf verteilen. Dann in gewohnter Manier aufrollen und einschlagen. Jetzt den Strudel im vorgeheizten Ofen während 50 bis 60 Minuten backen. Ein bis zweimal mit Anker bepinseln. Dann ein bisschen abkühlen, mit Puderzucker beseben und noch lauwarm mit Vanillesoße servieren. Das Rezept für feine Quarkstrudel können Sie wie immer in der neuen Coop-Zeitung nachschlagen. Und ich bin sicher, Reste wird es bei dieser süßen Überraschung keine geben. Danke, Armin. Neben dem Naturquark und den Coopolino-Öpfel gibt es in unseren Läden natürlich noch eine ganze Reihe weiterer Aktionsangebote. Schinkengipfel von Goldstar zum Beispiel sind 3 Franken günstiger. Und mit der GoProfit-Karte gibt es Lioner zum halben Preis. Sie wissen ja, GoProfit Plus vorzeigen, sofort profitieren. Das war es für heute. Danke fürs Zuschauen und weiterhin einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.